Hallo ihr Lieben, kleiner Quick-Tipp aus dem Garten-Gemüsekiosk zum Thema Grünkohl und die weiße Fliege. Schaut mal, die weiße Fliege sitzt natürlich gerne im Trockenen unter den Blättern und eine vorbeugende Maßnahme, die wir immer machen, einmal die Woche ab September ungefähr, ist, wir machen es hier ungemütlich und zwar, indem wir den Grünkohl von unten abbrausen und zwar so. Das machen wir, wie gesagt, einmal die Woche. Und die weißen Fliegen, die dann noch dran sein sollten, wenn es dann in die Küche geht, die löse ich einfach, indem ich die Grünkohlblätter eine Weile in Salzwasser lege und dann verschwinden die auch. Und so ist der Grünkohl als Superfood wunderbar geeignet für die Selbstversorgung im eigenen Hausgarten.